noch eine Spickung. Und zwar folgendes. Jetzt hat ja Tansania da sein Social Event gehabt. In der Halle dahinter ist so ein Eventraum. Abgetrennt. Eventraum. Viel zu groß. Nicht dekoriert und nichts. Ich hätte hier viel anzumerken. Jedenfalls, da war also der Event von Tansania. Gab was zum Trinken, gell? Und der Tansanier, der hält da keine großen Reden, sondern der war der Meinung, dass er seine afrikanische Kernkompetenz, das Dancing, hier praktiziert und die Leute hier, ja, also am Anfang war es ein bisschen mühsam, aber es hat dann doch auch gute Stimmung ergeben. Ja, muss man sagen, gute Stimmung. Tansania. Und gestern Dubai, Saudi-Arabien. Arabische Emirate, so muss ich sagen. Ja. Die haben einen anderen Raum gewählt. VIP Lounge. Viel gemütlicher, ein bisschen zu klein. Dann war es zu voll. Und dann hast du da draußen da auch noch Getränke gut, Bedienung gut, besser. Essen, da haben sie gespart. Du musst sagen, in der deutschen Botschaft wurde an nichts gespart. Die Verpflegung war fabelhaft. Fabelhaft. Das ist wichtig, das hinterlässt einen guten Eindruck. Und dann kommt die Bedienung immer und räumt es alle weg. So muss sein, ja. Und das waren also zum Teil schon Propagandareden, die da über Dubai gehalten wurden. Unnötig. Unnötige Propagandareden. Das Schönste war eigentlich nachher das Vorlesen der Namen der Mitglieder, die da alle so eine Urkunde gekriegt haben, weil behaupten, sie hätten da einen Baum gepflanzt für jedes Mitglied. Eine wunderbare Geste, weil dann haben wir da 150 Bäume und je nachdem, wenn wir in 4 Jahren dort sind oder in 8 oder in 12, ist da schon ein kleiner Wald angewachsen. Und jetzt hat da jedes Mitglied so eine Urkunde gekriegt und das war sehr lustig. Das war gut, das war super. Am Anfang war es auch ein bisschen komisch, bis man dann gemerkt hat, was es für eine Komik hat. Ja, dass diese Frau, diese Dubai-Frau halt dann natürlich ausländische Namen, die ungarischen und die chinesischen und was da alles gibt, gar nicht richtig vorlesen konnte. Leute, das war eine Situationskomik, war super. Gell? Also Tansania hat mit Dancing gepostet, Dubai hat mit Professionalität gepostet, also jedenfalls, man hat schon gemerkt, sie wollen professioneller auftreten, wobei da noch erheblich Luft nach oben gewesen wäre. Ja. Und Deutschland, ja, aber muss sagen, Hut ab. Wenngleich, ich habe es ja schon vor Jahren gesagt, dass wir anfangen müssen. Weil Ungarn hat sich jetzt also schon das zweite Mal, die werden das dritte Mal sich bewerben. Die Skandinavier haben auch erst beim dritten Anlauf. Ich habe da den skandinavischen Präsidenten, Speaker da, ne, im Bus da interviewt gestern. Warum haben sie denn zweimal gescheitert? Sie sind zu selbstsicher an die Sache rangegangen und haben zu wenig Networking gemacht und alles zu selbstsicher. Und so wird es uns auch gehen. Ich sag's euch, gell? Nicht nur Deutschland hat schöne Töchter. Und seit Jahren habe ich es gesagt, wir hätten schon in Istanbul, wir hätten eigentlich schon in Montreal anfangen müssen. Mit unserem German Afternoon oder German Evening und Stand hin und Minister und Staatssekretär oder sonst wie Offizielle, die mit dem Anzug da rumstehen. Und damit wir dann in dem Jahr, wo wir es haben wollen, es auch kriegen. Aber immer ist ja wie ein Lotteriespiel. Ja, man kann gewinnen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber ich sag's euch, es gibt Mitbewerber. Für 29, gell?
gibt Mitbewerber. Spickung, gespickt, Spickismus.